Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallfarmer. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Es ist die V4. Nicht mal die V3, sondern die V4 haben wir jetzt hier im Angebot. Oder wird jetzt momentan bespielt. Es gab diese Woche das Update von der V3 zu V4. Haben natürlich gleich die V4 runtergeladen. Und es gibt sehr, 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 sehr viele neue Sachen. Verdammt viele neue Sachen. Die gehen wir jetzt heute durch. Wir haben heute voll 3 Folgen Zeit, um das Ganze anzugucken und ein bisschen zu arbeiten natürlich. Irgendwann mal, ne? Es ist jetzt eine Kleinigkeit, die ich jetzt noch nicht ganz in den Griff bekommen habe. Ich habe jetzt mein Savegame mitgenommen. Ist nicht mitgenommen. Ich habe einen neuen Spielstand angefangen und habe meine Vehicle XML und diese Economy XML mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Maschinen, wir haben unsere Tiere, wir haben alles so, fast alles. Da, was wir nicht haben, oder es sind ein paar Sachen, die wir jetzt noch haben, aber auch Sachen, die jetzt wir nicht haben. Das heißt zum Beispiel, dieser Siedlerhaufen ist jetzt wieder da. Den habe ich jetzt noch nicht weggemacht, weil das war jetzt einfach zu viel Arbeit, das jetzt noch offline zu machen. Unsere Kühe sind alle da. Es sind sogar unsere Futterbestände noch da. Das ist alles geblieben. Was ich jetzt problematisch sehe, aber auch irgendwie nicht. Also das ist das eine neue Strohtextur? Die sieht neu aus. Es ist so, dass das, wir angesehen haben, ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, das ist jetzt wirklich auf die Standardfrüchte zurückgeworfen worden. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Felder, sind jetzt reif. Die Felder sind gleich wie vorher, da wird sich aber diese Folge auch noch was ändern. Oder nächste Folge, weiß ich noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier unten haben wir jetzt Weizen drauf und dann hier links haben wir, glaube ich, Gerste drauf. Da haben wir eigentlich Karotten angesiedelt gehabt, aber das ist natürlich jetzt durch den Neustart des Safe Games anders. Also das ist jetzt wieder umgeändert, aber egal. Das soll nicht unser Problem sein. Das schaffen wir irgendwie. Aber guckt euch mal die Map an, guckt euch mal die PDA an. Das ist ja, das ist mega gut. Das ist echt sehr, sehr gut. Also das ist wirklich traumhaft. PDA ist richtig beschrieben. Du kannst überall hinspringen jetzt. Beim Sägewerk habe ich etwas, die Bäume sind leider weg. Die sind leider weg, die sind verschwunden. Ist jetzt aber auch nicht so ein Problem. Ich muss die Zeit runterdrehen. Der Zug ist noch da, wo wir ihn hingestellt hatten. Hier ist noch was drin. Die Paletten sind auch noch da. Das passt auf alle Fälle. Hier wurde wieder ein bisschen was produziert. Alles super. Wir brauchen, wie gesagt, nur ein paar Bäumchen. Der Deutz ist noch hier, was wir hatten. Die Paletten sind auch noch da. Es ist eigentlich alles wunder, wunder, wunderbar. Es sind, wie gesagt, 2, 3 Kleinigkeiten, aber nichts, was man nicht in den Griff bringen könnte. Natürlich, der Mais hinterm Haus ist jetzt auch wieder da, hinter dieser Halle. Es ist alles so wie die Standardfrüchte. Standardfrüchte ist falsch. Die Standardbefruchtung klingt auch kacke. Es sind halt die Früchte drauf, die der Modder vorgesehen hat. So, das kann man einfach so stehen lassen. Was ich jetzt gesehen habe, ist tatsächlich, dass Feld 53 leider immer noch nicht funktioniert. Also das habe ich irgendwie, entweder ich bin so doof dafür, weißt du, das kann natürlich auch sein, aber ich habe normalerweise rechts unten diese Anzeige, seht ihr das? Wachstumsstatus, Raps, wie viel Prozent und was da drauf ist. So, das habe ich auf jedem Feld, auf jedem. Guckt mal, Körnermais 57, so, jetzt gehen wir hier drauf. Hier ist nichts. Weißt du, wenn jetzt hier gar nichts wäre, dann würde auch da stehen, was davor drauf war und abgeerntet zum Beispiel. Aber hier steht nichts. Hier ist, das Feld ist kaputt, das funktioniert nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, damit wir natürlich keine finanziellen Verluste daraus ziehen, werden wir über die Bank auf Hagenstedt dieses Feld verkaufen und werden uns anstattdessen das Feld 46 kaufen. Das ist hier unten. Wir haben jetzt 53 und das ist 46. Das hat auch einen Grund. Das heißt, wir können jetzt hier über die Bank auf Hagenstedt, das ist übrigens ein Mod, den ihr bei Mod Hub findet, das Feld 53 ganz easy verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier, seht ihr, es hat sogar, warum hat das jetzt geändert? Ah, jetzt ist was drauf, das verstehe ich nicht. Das heißt, wir könnten es jetzt wieder kaufen. Moment mal, mache ich denn dadurch einen Verlust? Eigentlich nicht, oder? Kaufen. So, das ist, wäre jetzt eigentlich. Wow, was ist das denn? Egal, wir lassen es nochmal jetzt verkauft. Jetzt ist es wieder normal. Wollt ihr mich eigentlich komplett verhohne piepeln? Krass. Also habe ich weniger dafür bekommen, ne? Was kostet es jetzt? Wow, irgendwie muss ich da ein Minusgeschäft gemacht haben. Gut, egal. Lass mal das erstmal weg, ist ja auch egal. Kaufen möchte ich mir tatsächlich das Feld 46. Das kostet jetzt 108.000. Wir haben 100, wie viel haben wir jetzt? 101.000. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was reinholen.
aber alles Step by Step. Wir müssen ein bisschen, es gibt verdammt viel zu. Wir müssen uns nach die Map angucken. Habt ihr gesehen, was hier unten? Guckt mal hier. Sonnenblumenöl. Was ist das denn alles? Junge, 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 was habt ihr denn alles hier reingebaut? Das ist ja wohl. Hier ist alles neu, ne? Hier wird alles neu gemacht. Ja. Oh, da ist jemand. Vielleicht weiß der Bescheid. Moin. Was ist denn das hier? Willst du mir was sagen? Nee, okay. Was ist das hier? Okay. Feuertechnisch sieht das ganz gut aus. Oh Gott. Wasser und Sonnenblume. Dann haben wir hier Kompost, Ölpaletten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Wasser. Ja, kann man machen, ne? Was ist das hier? Okay. Krass. Ja, es gibt auf alle Fälle sehr viel. Ich habe gedacht, ich kriege ein Kind. Ohne Witz. Guck mal. Moment. Guck mal das hier an. Karotten, das kennen wir schon alles, ne? Dann geht's los. Milch, Butter, Sahne, Joghurt. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Was ist das hier? Brot? Ich weiß es nicht. Es ist so viel Zeug bei. Auch so viel neues Zeug, ne? Katastrophal. Aber, was heißt katastrophal? Ich finde es gut, aber ich sehe so viel Arbeit vor mir. Das ist mein Problem, unter Anführungszeichen, ne? Molkerei. Die ist auch neu. Die kenne ich gar nicht. Was haben wir? Ist hier. Komm mal. Oh. Alter Falter. Leerpaletten, Wasser, Milch, Papierpalette. Jetzt geht's aber los hier, ne? Wo soll ich denn jetzt? Und dann wird Quark, Joghurt, Milch, Sahne. Oh Mann. Das ist geil. Das ist echt geil. Es freut mich extrem. Ich habe nur Bammen, dass ich das nicht schaffe irgendwie. Aber. Ich hoffe, ihr seid keine Dekoobjekte. Ich hoffe, dass das ein Willkommensgeschenk ist. Aber dann müsste das eigentlich angezeigt werden, wenn wir Paletten hier hätten, oder? Was ist das denn hier? Aha! Ey, wir sind nur noch. Aha, das ist ein. Ja. So. Okay, hier kommt die Milch. For sale. Können wir hier was kaufen? Kaufbare Objekte? Nee, oder? Nee, können wir nicht, oder? Nee, können wir nicht. Ah, das wäre jetzt gewesen. Das wäre es jetzt. Also da hätte ich jetzt. Boah, da hätte ich jetzt. Wäre ich jetzt ausgeflippt, glaube ich. Gut, nichtsdestotrotz, was ist das denn hier? Oh, eine Halle, gut, ein Zwischenlagern. Das kann man, sieht ein bisschen komisch aus, oder? Oder ist dieser Bretterverschlag hier Standard? Ich weiß es nicht. Gut, soll uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Bäckerei, jetzt geht's aber los hier. Bekommt ihr auch so ein Mega-Menü raus, oder? Also Menü im Sinne von, wie viele Sachen ich brauche und so weiter und so fort. Hier ist eine Maschine. Die zeigt mir bestimmt irgendwas an, oder? Ah ja, Wasser-Mehlpalette. Das heißt, es gibt irgendwo noch eine Mühle, richtig? Mehlproduktion, guck an. Alter Schwede. Das ist Wahnsinn. Weizen? Das ist nur Dekoration? Nee, Roggen? Das heißt, du kannst Roggenmehl, auch geil, Roggenmehl. Gerstenmehl? Gibt es Gerstenmehl? Nee. Und Weizenmehl. Alles klar. Ja gut. Wie ich gesagt, dass wir gleich Langeweile haben werden? Nee, glaube ich nicht. Das hier wird hier angelegt. Oh, geil. Was ist das hier? Ah ja. Okay. Ja. Sehr schön. So, was ist noch? Da ist ja noch irgendwas. Gewächshäuser. Die kannten wir schon, ne? Die haben wir tatsächlich. Was bist du denn für ein Ding? Sind wir hier in Ark? Nee, oder? Also wie ein kleiner Vogel sieht das nicht aus. Das sieht aus wie so ein Flugadler oder sowas. Egal. Ey, was ist das denn oben? Ach, da waren wir gerade, ne? Okay, die Gewächshäuser kennen wir schon. Was ist? Es ist alles beschrieben hier, deswegen ist das für mich ein bisschen neu. So, was haben wir? Was bist du denn? Ach, das ist der Verkaufspunkt jetzt. Der wurde nicht mal jetzt hier unten gemacht. Der ist hier nicht mehr, sondern da ist jetzt was anderes. Okay. Ja, nice. Lohnt sich auf alle Fälle, liebe Leute, wenn ich Bock drauf habe, ladet euch die Map runter. Echt nicht verkehrt. Ja gut, wir haben die erste Folge fast verplempert, ne? Wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich heute auch noch eine Mod-Vorstellung für Mod-Farm erstellen. Weil das macht auf alle Fälle Bock hier. Muss ich wirklich sagen. Bello ist da, Schweine sind da, ist alles da, ne? So, wir müssen abernten. Wir müssen abernten.
Oh, hier steht noch mein Anhänger. Ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen vorgespult. Das war natürlich auch nicht so geil. Oh. Aber gut, jetzt könnten wir zumindest wieder ernten. Wir können, oh, wir können wieder Stroh haben und, wir haben einiges zu tun. CP ist am Start. Simon, habe ich die alten Kurse eigentlich noch? Oh, geil, guck mal. Ja gut. Lass mal hier Feldarbeit. Oh. 57. Zack, zack. 1, 2, 3. Generieren. Zeig mal. Das kann man machen, oder? Gut, dann fängst du am ersten Wegpunkt. Am ersten Wegpunkt an am besten. Und viel Spaß. Ah, fährt durch die Frucht. So, euch kann ich aufräumen. Tatsächlich kann ich euch aufräumen, weil. Wie kommt mir das so leise vor? 20 habe ich immer drin gehabt. Ja, passt. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Gut, oder nicht gut, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Boah, wir haben auf alle Fälle sehr viel Arbeit. Es sind bestimmt 100.000 Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Das tut mir jetzt tatsächlich schon sehr, sehr leid. Aber ich habe ehrlich nicht alles am Schirm. Also ganz ehrlich, nee. So, hier war... Haben wir eigentlich einen Kercher gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Weißt du, so lange ist es jetzt schon... ja, auf alle Fälle haben wir schon... Moment mal. Nee, wir haben gar keinen gehabt. 4.500, den müssen wir uns jetzt... Ist das... Ah, nee, ist nicht tot. Alles gut. Lass mal den hier hinstellen. Ist eigentlich nur dafür da, dass wir jetzt ein bisschen sauber machen können, weil ich mag das halt nicht. Dass diese schmutzigen Sachen zurück... Warum fahre ich jetzt eigentlich mit Tastatur schon wieder? Ich weiß natürlich, ich habe auch gehört, oder ich wurde, nee, ich muss es anders sagen. Ich habe auch eure Kommentare gesehen bezüglich des neuen Fans mit dieser, von Maru, mit diesem Fan. Habe ich gesehen, gefällt mir richtig gut. Muss ich aber erst gucken, wann ich den mit reinnehme und wer das bezahlen soll. Also, muss ich erst schauen. Aber ich habe ihn gesehen, Dankeschön für eure Hinweise auf alle Fälle. Werde ich mit reinnehmen. So, ich hoffe, ich habe sonst nichts vergessen. Aber also Geräte sind auf alle Fälle alle gleich wie vorhin. Tiere ist alles gleich, Futter ist alles gleich. Wir haben sogar jetzt noch ein bisschen mehr Futter, wenn man drauf, wenn man das wirklich so eng sehen möchte. Weil ich jetzt natürlich noch ein bisschen was an Häckselgut habe, das jetzt wieder da liegt. Aber ja, ich glaube, das wird es nicht, wird mich jetzt nicht vor ein Problem stellen, wenn ich das so sagen darf. Ganz im Gegenteil, also ich bin tatsächlich sogar froh, dass hier ein bisschen was rumliegt, damit wir auch mit etwas arbeiten können. So, den Pflug machen wir hier rein. Wir waren runterlassen, hier, ne? Ja. So. Okay, den Traktor, den stellen wir am besten hier rein. Ist nur die Frage, kann ich jetzt hier aufmachen, ohne dass gleich die Welt untergeht? Ah, da muss ich draufbleiben, okay. Ja, wir müssen ja nicht alles aufmachen. Es reicht ja mal, wenn ich etwas aufmache und da immer wieder reinfahre. Das sollte passen. Bello, ja, dich am Kerker schlecken, ne? Der ist voller Chemikalien. So. Great. Wir könnten das aber auch so machen, ne? Wir können den hier so reinstellen, dann machen wir das, nutzen wir das Ding einfach anders. So. Wunderbar. Den haben wir momentan nicht. Den haben wir auch in Gebrauch, ja. Hey, die Frage ist ja jetzt, ob wir jetzt auf die Gewächshäuser gehen. Was eigentlich Quatsch wäre. Haben wir, Moment mal, wir haben auch das Farm-Tablet drin, ne? Da müsste jetzt theoretisch, oh Gott, das ist ja viel, oh Gott, da ist ja viel mehr drin. Okay, lass ganz kurz überlegen. Wir müssten theoretisch, wir könnten jetzt eigentlich direkt anfangen mit der Mehlproduktion, weil wir haben ja sicherlich irgendwas im Lager zum Thema, Gerste, Weizen oder sowas. Da haben wir bestimmt was im Lager. Können wir mal nachgucken? Da gehört nur Gerste rein. Da braucht man gar kein Wasser für. Geil. Das ist gut. Das ist echt gut. Weil, dann können wir... Moment mal, mein Drescher hängt schon wieder irgendwo fest. Da können wir eigentlich den hier gleich runterschicken. Da können wir auch gleich einen Kurs machen. Ihr seht, was alles rumsteht. Ne? Es ist... Oh mein Gott, wo willst du denn hin? Ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr so in eurer Freizeit kleine Ausflüge macht, ne? Aber das geht zu weit.
Vor allem, wo waren da? Ah, hier. Ah. Hier war der erste Wegpunkt, deswegen hat er das nicht ganz gerafft. Aber das Gute, dass ich hier nochmal bin, weil ich kann gleich gucken, ob er mir den Schwatt. Ne, macht er nicht, ne? Jetzt aber. So. Du fährst hier entlang, bitte, ne? Nicht falsch verstehen. Die Arbeitsplatte kommt ein bisschen. Nee, oder? Das sind doch keine 7 Meter. Warum ist denn hier 7 Meter eingestellt? Das sind doch niemals 7 Meter. Irgendwas stimmt hier nicht. Moment mal, wir müssen das mal hier. Stopp, aus, vorbei. Das ist jetzt Feld 57, ne? So, und das sind hier doch 3 Meter. Also mehr hat das Ding nicht. Oder sind das 7 Meter? Glaube ich nicht. Kann ich. Jetzt gucke ich nach, ne? Jetzt möchte ich es aber auch wissen. Was haben wir denn für einen? Das hier haben wir. 7 Meter hat das Ding. Really? Okay, war ich falsch informiert. Tut mir leid. Ich glaube, zweimal reicht tatsächlich, oder? Ja, das sieht besser aus. Hier hinten ist unser Startpunkt. Lass ihn jetzt noch losfahren und dann sind wir auch schon fertig für den Moment. Ich kann aber schon mal sagen, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns heute Mittag bereits wieder zu einer weiteren Folge Fall Farmer. V4 natürlich. Wo wir dann die Milchproduktion angehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.